Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Heute wieder der Dennis, der Außenreporter vom Tesla Markus. Und heute wollen wir zum zweiten Teil des Videos kommen mit dem Stabilisator am Tesla Model 3 SR Plus. Und ein herzliches Dankeschön schon mal an unsere super Community hier. Ihr habt wirklich schöne Kommentare unter das erste Video geschrieben. Der Markus blendet sicherlich gerade nochmal ein. Und da möchte ich gleich noch eine kleine Korrektur vorab schieben, bevor wir loslegen mit dem Video. Und am besten hat es der Helmut Mattes in seinem Kommentar hier unter dem Video kommentiert. Es ging nämlich um eine Falscherklärung meinerseits zu dem Stabilisator, der Funktionsweise in dem ersten Video. Ich würde es einfach kurz vorlesen, weil er hat es genau richtig beschrieben, dass es um diesen Bankausgleich im Fahrzeug geht. Und da sagt es, am einfachsten ist es so zu verstehen. Das kurvenäußere Rad federt durch Gewichtsverlagerung ein. Das innere Rad federt durch Kraft des Federbeins und Gewicht des Rades aus. Soweit hat man das ja auch besprochen. Die Bewegung und Kraft des inneren Rades wird vom Stabi gleichsinnig auf das äußere Rad übertragen. Das heißt, der tut quasi diese Kraft verteilen, wodurch dieses weniger stark einfedert. Das Auto wird also vom Stabi an der Kurvenaußenseite hochgedrückt, also dass wir einen Bankausgleich haben. Dadurch vermindert der Stabi die Bankbewegung bei Kurvenfahrt, was speziell bei untersteuernden Autos sehr wichtig ist. Vielen Dank an den Herrn Helmut Mattes für den super Kommentar. Der steht jetzt für einen von vielen, die das mal korrigiert haben, was ich da im Detail falsch erklärt habe, und ein herzliches Dank von unserer Seite oder von meiner Seite an die Community hier. Von dem her haben wir das vielleicht kurz korrigiert, bevor wir zum eigentlichen Video kommen. Das Video wird jetzt ein paar Schritte oder verschiedene Steps haben. Markus, wenn du möchtest, kannst du gerne verschiedene Steps auch im Video setzen oder Marker setzen. Wir gehen jetzt ganz kurz zu dem Stabi, zu den Teilen. Dann laufen wir ganz kurz zu meinem SR Plus, warum das vielleicht nicht so ganz objektiv ist, das Fahrzeug. Dann werden wir jemand Fremdes holen, der das Fahrzeug fährt. Also ich selbst werde die Testfahrt nicht durchführen, um vielleicht eine, sagen wir, ausgeglichene Meinung zu haben. Ihr wisst es selber, wenn ihr euer Auto schon lange fährt, ihr wisst ganz genau, welches Teil klappert am Model 3 oder was knarzt, bei welcher Bewegung. Wenn jemand neutral ist, das Auto fährt, kann der wirklich sagen, ist das Auto leiser wie ein anderes Auto oder nicht. Und von dem her möchten wir da einfach jemanden nehmen, der das ein bisschen objektiver vielleicht betrachten kann. Dann werden wir den einbauen, den Stabilisator, dann werden wir nochmal fahren und ganz am Schluss werden wir nochmal ein paar Fragen beantworten unter dem ersten Video. Ich versuche auch während des Videos ein paar Fragen des ersten Videos zu beantworten, die hier in den Kommentaren standen. Gut. Kommen wir erstmal zu den Bauteilen. Also die Bauteile sind jetzt eingetroffen, wir hatten sie bei Tesla bestellt. Der Stabilisator ist eingetroffen. Interessant ist, dass es bei Tesla zwei Stabilisatoren zu bestellen gibt. Also es gibt nicht einen für den Performance und für den Long Range. Das war unter anderem eine Frage. Also der Long Range und der Performance haben standardmäßig immer einen Stabilisator verbaut. Das SR Plus, wie wir es jetzt im ersten Video gesehen haben, das aus Amerika nicht, das aus China hat den Stabilisator verbaut. Interessant ist, dass das SR Plus einen dünneren Stabilisator hat, was ihr ja schon richtig auch erkannt habt unter den Videos, dass der etwas dünn ist, der Hebelarm etwas länger ist wie beim vorderen Stabilisator. Und es gibt zwei verschiedene auch zu bestellen. Also es gibt extra den dünnen zu bestellen fürs China Model 3 und es gibt den dickeren zu bestellen für den Dualmotor und für den Performance, welche sich den gleichen Stabilisator teilen von der Teilenummer her. Von dem her, ich hoffe, ich konnte diese Frage aus dem Video ganz gut beantworten. So, das sind jetzt die Teile, die wir benötigen und die ganzen Werkzeuge, die wir benötigen. Wir brauchen für den Unterbodenschutz ein 10er Nüsschen, dann brauchen wir eine 11er für den Stabilisator, ein 15er für die Pendelstützen mit Motorbefestigung. Natürlich müssen wir die Räder kurz wegmachen und einen Drehmomentschlüssel, um die richtigen Werte auch für den Stabilisator zu nehmen, die Tesla vorschreibt. Das wäre das gute Stück. Also das ist das Teil, das wir jetzt
bei bestellt haben, das auch in dem SR Plus aus China verbaut ist. Interessant, made in USA. Also wird wohl extra nach China gefahren, um dort eingebaut zu werden. Dann natürlich die 4 Befestigungsschrauben für den Stabilisator an Achskörper. Und hier die Verbindungs-, also Pendelstützen oder Stützstreben, die wir jetzt von dem Stabilisator nachher einbauen und die hier jetzt eben nachher mit dem, ja, mit der Achsaufnahme verschraubt werden. Genau, mit dem Achsschenkel. Und dafür brauchen wir natürlich die Muttern. Im Prinzip nicht viel. Das machen wir jetzt nach der ersten Testfahrt rein und dann schauen wir, ob wir wirklich einen Unterschied feststellen können, ob die Dame, die das Fahrzeug fährt, den Unterschied feststellt und gucken wir dann uns das Fazit an, was die Dame trifft zu dem Fahrzeug. Gehen wir ganz kurz um das Auto rum, warum die Fahrt wohl nicht ganz so objektiv ist zu dem normalen SR Plus, weil da wird schon ein bisschen was verändert. Mit dem werden wir nachher fahren. Das ist der SR Plus, den wir ja in Frankfurt mit dem Markus zusammengeholt haben. Danke dir nochmal, Markus, für die Zeit, die du hier geopfert hast. Ja, sieht nicht mehr ganz so aus wie zu Beginn bei der Abholung. Inzwischen sind die Performance-Felgen drauf. Also ich denke, dass wir da auch schon ein bisschen merken vom Fahren her, dass es einfach, also ich persönlich merke es auf jeden Fall zu den 18 Zoll Reifen, dass wir da schon eine bessere Straßenlage haben. Dann haben wir von ST Suspensions die Tieferlegungsfedern drin. Dadurch, also ich fühle an meinem Fahrzeug, dass ich dadurch das Poltern von der Achse auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark verbessert habe. Und wir haben jetzt vorne 8 mm Spurplatten drauf von ST Suspension und hinten haben wir sogar 15 mm drauf. Also wir haben einfach schon eine breitere Achse. Wir haben eine Tieferlegung. Das Fahrzeug, muss ich ehrlich sagen, fährt jetzt nicht schlecht. Also er liegt schon ganz gut. Jetzt mal gucken, ob wir noch eine Verbesserung hinbekommen, dass wir diesen Stabilisator einbauen. Also zu einem ganz normalen Standard SR Plus liegt der wahrscheinlich schon um einiges besser. Jetzt mal gucken, ob man es wirklich spürt. Jetzt begrüßen wir sehr herzlich unsere Testfahrerin, die Cindy. Hallo! Hi Cindy, servus. Hi. Ihr kennt sie vielleicht schon von unserem YouTube-Kanal, da wurde mal unser Büro oder unsere netten Büromitarbeiterin aus dem Tesla Proof Body Shop vorgestellt. Und vielleicht hat der ein oder andere schon auch mit ihr Kontakt gehabt. Sie hat euch immer nett geschrieben und geantwortet, wenn ihr eine Anfrage hattet oder eine Frage zu eurem Tesla, dann ist sie quasi meine rechte Hand und unterstützt mich immer bei den Anfragen. Jawohl. Und werd jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Genau. Ich hatte schon ein bisschen angedeutet, Cindy, dass du jetzt die Testfahrerin bist, um festzustellen, ein Kommentar hatte das bei dem ersten Video gefordert, dass wir doch vielleicht jemanden nehmen könnten, der das Fahrzeug bewegt, der jetzt noch nicht so oft Tesla gefahren ist. Jetzt natürlich meine Frage, wie oft bist du jetzt schon über eine längere Strecke einen Tesla gefahren? Das kann man relativ verkürzen, noch nicht so häufig, um es mal harmlos auszudrücken. Okay. Wie oft hast du einen Tesla schon so an seine Grenzen gebracht, zum Ausbrechen oder zum Untersteuern? Tatsächlich noch nie. Okay. Dann werden wir auch das heute mal probieren. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Das Auto ist gut versichert. Also, danke dir für deine Bereitschaft. Ja, dann gehen wir mal auf Fahrt. Wir werden jetzt versuchen. Danke dir, Uwe. Du hattest auch einen schönen Kommentar untergeschrieben. Du hattest gemeint, wir merken das bei schnellen Lastwechseln. Der Kommentar unter deinem war, ja, wir merken das wohl eher bei einer langgezogenen Kurve, dass das Fahrzeug nicht so untersteuert, also quasi über die Vorderräder schiebt. Wir werden jetzt beides testen. Wir werden auf eine Teststrecke fahren und schnelle Lastwechsel simulieren. Gell? Und dann gibt es bei uns so, oder wenn ich jeden Abend nach Hause fahre, fahre ich an der Ampel entlang und dann kann man relativ gut Gas geben und muss so eine langgezogene Kurve fahren. Und da werden wir auch mal lang fahren, ob wir da einen Unterschied spüren. Also, testen wir mal davor. Dann bauen wir den Stabi ein und dann geht's weiter. So sind die. Jetzt fahren wir mal, also wir versuchen mal so 35 km/h zu fahren und du lenkst einfach so schnell wie möglich ein, was geht. So, machen wir nochmal das gleiche auf der Rückstrecke.
Was war so dein Gefühl bei den Lastwechseln? Alles okay? Es war okay. Zum Schluss hat man dann schon gemerkt, dass er jetzt so langsam Druck ausübt, sag mal. Okay, so. Also. Wir 35. Ja. Wenn man schneller wird, merkt man es dann deutlich. Okay, wir waren kurzzeitig bei 45, gell? Mhm. Okay, super. Dann fahren wir mal zurück. Dann fahren wir zu der Ampelstrecke. Jawohl. So, ihr seht, jetzt ist die Ampel rot. Wir können das ja schön über das Display sehen, gell? Hoffe ich, dass man sieht. Nee, grün. Jetzt geht's los. Ah. Okay. So, Cindy, ich habe das Gefühl, du hast es nicht zum ersten Mal, sportliche Autos bewegen. Das stimmt, ja. Wo hast du die Erfahrung her? Also wir hatten selber mal einen A3, 3,2 Liter Quattro. Der okay. hat auch viel Spaß gemacht. Von dem her ein bisschen Erfahrung kann man damit mitbringen, auch wenn man mal auf dem Hockenheimring gefahren ist. Okay, super. Sogar. Also. Sie ist jetzt nicht ganz unerfahren. Vielleicht habe ich da doch die falsche Person gewählt. Das ist nicht ganz so. Also, du kannst auf jeden Fall Auto fahren, wissen wir. Aber es war das erste Mal jetzt über ja, einen Tesla fahren. Gell? Genau. Was war sein Fazit zum Tesla? Mache ich wieder. Okay. Ist okay. Haben wir dich überzeugt? Definitiv, klar. Okay, sehr schön. Gut, dann geht es jetzt zum Einbau. So viel zum Einbau von dem Stabilisator. Also, ihr merkt es. Geht sehr, sehr schnell und sehr gut. Kann eigentlich jeder selber machen, der so ein bisschen die Möglichkeit hat, sein Fahrzeug hochzuheben. Selbst die Gewinde sind schon vorgeschnitten im Achsträger. Das heißt wirklich ansetzen, Schraube andrehen, festziehen. Natürlich immer mit den originalen ja, Drehmomenten. 30 sind es am Stabilisator, 55 an der Koppelstange, wenn das euch weiterhilft. Genau, ganz wichtig bei Spurplatten, immer nur leicht ansetzen mit dem Schlagschrauber, der Rest alles mit dem Drehmoment machen, damit das auch keinen Schaden nimmt. Okay. Soweit zum Einbau. Also Einbau geht sehr, sehr gut von diesem vom Stabilisator mit den Koppelstangen. Jetzt werden wir die Cindy nochmal holen. Also wir haben schon gemerkt, sie war wohl schon mal ein bisschen ja, sportlicher mit dem Fahrzeug aktiv. Hat sie gesagt, sie war auf dem Hockenheimring. Von dem her hat sie vielleicht doch ein Gespür, wie sich ein Auto anders verhält, aber eben nicht beim Tesla Model 3, weil sie das noch nie so gefahren ist. Wir stellen jetzt wieder raus. Wir holen wieder unsere nette Testfahrerin und schauen, was sie für ein Resultat sieht. Ich selbst bin das Auto noch nicht gefahren, bin etwas neidisch, weil sie jetzt die erste ist, die das erfährt. Und ja, ich selbst bin sehr gespannt auf das Ergebnis, ob ich im Alltag einen Unterschied merke beim Fahrzeug. So, Cindy, jetzt ist alles eingebaut. Jetzt bin ich mal auf dein Fazit gespannt. Wieder an gleicher Stelle, von vorne und ich versuche mich etwas festzuhalten. Ja. Dann gib ihm. Deutlich schneller gewesen. Also du fährst jetzt mit Stabilisator schneller. Aha, also gut. Ja. Versuchen das Ganze nochmal. Naja, noch keine Passanten über den Haufen fahren, gell? Das kriegen wir irgendwie hin. Da warten wir mal noch. Naja, die Raute ist immer auf rechts vor links, ja mitten auf dem Parkplatz. Ja, dann wollen wir kein Komprimieren hier. Also gut. Mhm. So, dann ich halte mich fest und du. Gib mein Bestes. So wie sieht's aus. Ja, das hat man jetzt deutlich gemerkt. Also diesmal bis zum Ausbrechen, aber war auch deutlich schärfer eingelenkt. Okay. Fazit: Schärfer einlenken, ja, würde ich sagen. Okay. Von der gleichen Geschwindigkeit her, aber dann eben irgendwann trotzdem ausbrechend. Okay, logisch. Okay. Also bei kurzen Lastwechseln, sagen wir es mal so, jetzt so dein direktes Empfinden war jetzt nicht sonderlich extrem spürbar. Nee, also es war jetzt nicht viel besser. Ja. Aber also gerade eben bei der höheren Geschwindigkeit. Man hat gesehen, ich war jetzt deutlich schneller bei der ersten Fahrt. Ja. Und da war es eigentlich so,
von der Kontrolle her wie vorhin bei schon knapp über 40. Okay. Trotzdem noch, ja. Also leicht gesteigertes Selbstbewusstsein durch das Stabi. Alles klar. Ja, gut, so dann ungefähr. Bin ich mal gespannt, was du sagst bei der, ja. Ist jetzt, ihr wisst, das ist nicht eine ganz langgezogene Kurve, sondern eine etwas, ja, längere Kurve, sagen wir mal so. Wir gucken mal. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserer, der Kurve hier. Da geht's rum und da müssen wir nachher drum rumfahren. Aus dem Beschleunigen raus. Also wenn ich fahre, tut er da manchmal, ja, leicht übersteuern. Ne, untersteuern, sorry, verwechselt. Dann tut er leicht untersteuern. Jetzt probieren wir es gleich. Wir warten jetzt auf Grün und dann, ja, gucken wir mal, was die Sinn, die einfach so spürt. So, Fazit gleich. So, jetzt nachdem ihr halber schlecht ist, ich war der da hinten drin sitzen durfte. Nein, alles gut. Danke dir, Cindy, auf jeden Fall fürs Fahren. Immer wieder, gerne. Also sie grinst noch. Jetzt die erste Frage natürlich. Wie war so das erste Mal länger wie 10 Minuten Tesla fahren? Hat Spaß gemacht. Mache ich gerne wieder. Also wenn ihr Testfahrer braucht, ich melde mich freiwillig. Also er hat das typische Tesla-Syndrom, nämlich das Lächeln nach dem Fahren. Ja. Jetzt die andere Frage, das, was uns eigentlich alle interessiert. Hast du jetzt einen Unterschied gemerkt und wo hast du ihn eher gemerkt? Hast du ihn gemerkt bei den, ja, kurzen Lastwechseln oder jetzt bei dem einen Extrem, wo man so richtig quasi an die Grenzen oder halt aufs Haftungsniveau geht vom Fahrzeug? Ja. Also meine persönliche Meinung würde ich sagen, gerade bei der zweiten Schlängerfahrt, bei der gleichen Geschwindigkeit, so 30-40 km/h, fühlt man sich deutlich sicherer mit dem Stabilisator und fährt dadurch auch gerne gleich mal 50 und hat aber immer noch das gleiche Gefühl wie davor bei 30-40 km/h. Wenn man dann wieder das Spiel weiter, ja, zieht, sage ich jetzt mal, noch stärker einlenkt, irgendwann, klar, bricht er natürlich aus. Also da war ich vielleicht auch bei der ersten Fahrt noch nicht mutig genug. Kann auch sein. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man doch etwas höher von der Geschwindigkeit her kommt, trotzdem die gleiche Kontrolle hat, wie man eigentlich vorher hatte. Was das Abbiegen an der Ampel angeht, hatte ich bei der Fahrt mit dem Stabilisator das Gefühl, dass er deutlich mehr von hinten die komplette Achse gedrückt hat und eher übersteuert dann entsprechend und das Heck einfach rum will. Also das war so mal mein Eindruck von der Fahrt oder den Fahrten. Ja, ich konnte es nicht so wirklich nachempfinden. Ich saß hinten drin, habe mich konzentriert, das Handy zu heben. Aber ich freue mich jetzt so richtig drauf, das selbst zu erfahren, wie das ist. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für den Mut aufgebracht zu haben, das zu fahren, zu testen. Danke auch für die Meinung einfach. Gerne. Und das ist jetzt mal unsere Meinung. Natürlich könnte man das jetzt nochmal wirklich in den Vergleich stellen, wenn wir ein ganz normales SR Plus haben, ohne Stabilisator, ohne Federn, ohne Spurverbreiterung mit den 18 Zoll Felgen zu dem. Aber dann können wir nicht mehr wirklich sagen, ist es der Stabilisator oder sind es noch die anderen Anbauteile. Von dem her, das war jetzt der Unterschied in diesem Fahrzeug. Für alle, die jetzt ausmachen wollen, könnt ihr gerne ausmachen. Danke dir, Markus, für das Schneiden. Das macht jetzt richtig Arbeit mit den ganzen verschiedenen Videos. Wir werden uns jetzt noch ganz kurz hinsetzen und ein paar Q&A spielen, also ein paar Fragen von dem ersten Video kommentieren. Und das hängen wir jetzt einfach noch kurz hinten dran. Gell? Ansonsten danke dir. Ich danke und auch. Wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Nun zu dem Teil mit dem Kommentare kommentieren, den wir jetzt ganz am Schluss anhängen. Und jetzt versuchen wir noch ein paar Fragen kurz zu beantworten. Der Märklin, 29800, danke dir, du schreibst viele Kommentare, die sehe ich immer. War eine gute Frage, vielleicht liegt es an dem Mehrgewicht des SR Plus aus China, da es ja die LFP-Zeilen hat. Ja, guter Kommentar auf jeden Fall, weil ich ja gesagt hatte, ich weiß nicht, woran das liegt, warum jetzt das beim China-Modell eingebaut ist und beim US-Modell nicht. Sehen wir in den ganzen Kommentaren jetzt der Reihe durch, die Vermutung ist schon dahin bestehend, dass das Fahrzeug aus China ja einen etwas höheren Grundgewichtsanteil hat, sagen wir so, Leergewichtsanteil. Auch der Tony Gardner hat das geschrieben, er vermutete wegen den unterschiedlichen Gewichten der Akkus. Kann sein. Von dem her, da kann ich nach wie vor noch keine richtige Auskunft geben. Tesla hält sich da ja bedeckt.
Dann der Uwe Kröger, danke dir, Uwe, fürs Kommentieren hier drunter. Bin auf die Ergebnisse gespannt. Kurze Spurwechsel werden mit Stabi hinten deutlich ruhiger. Das haben wir ja versucht zu simulieren. Die Cindy ist gefahren, ich konnte es jetzt nicht so sagen. Sie meint, sie hat sich sicherer gefühlt, jetzt mit eingebautem Stabi. War jetzt ihr Empfinden zu der ganzen Geschichte. Ich denke, das alles ist wirklich eine Empfindungssache. Dann hat auf den Uwe Kröger seinen Kommentar der Don de Tango geschrieben. Ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass man es eher erst bei stärkeren Lastwechseln spürt. Also wenn wir vielleicht lange fahren. Ich hatte auch in der Zwischenzeit schon Anrufe von Kunden, die gemeint haben, dass das Fahrzeug jetzt ihnen aufschaukelt, wenn sie so langgezogene Kurven fahren. Das war ja das, was wir versucht haben, so ein bisschen noch zu imitieren über diese Kreuzung, wo die Cindy deutlich gemerkt hat, laut ihrer Aussage, dass das Fahrzeug ja deutlich stabiler sitzt, quasi die Hinterachse eher drückt, dass wir eher ins Übersteuern kommen, eher als Untersteuern. Also das ist ja wirklich beim SR Plus so, der untersteuert sehr gerne, das ist aus meiner Erfahrung. Und ich freue mich jetzt wirklich auf das Fahrzeug jetzt nach Hause zu fahren damit. Laut Cindy, ja, hätte Don de Tango mehr Recht, dass das Fahrzeug jetzt bei langen oder stärkeren Lastwechseln, langgezogenen Lastwechseln, ausgeglichener reagiert. Und das, was ja der Stabilisator macht, nämlich das Untersteuern verhindert auf der Hinterachse, ausgleicht. Also von dem her ein Gewinn. Der Jürgen schreibt jetzt hier, hallo Dennis, wie sieht die Sache beim Model 3 LR, also beim Long Range aus? Das hatten wir anfangs schon gesagt, Long Range, ja, sie ist immer verbaut, genau wie beim Performance. Und das ist auch der dickere, der verbaut ist hier. Ist ja der schmalere verbaut, den Tesla ja auch verkauft. Und der schmalere ist im China Model 3 verbaut. Matthias Leusche, sehr interessant, bin gespannt. Ja, ich war auch gespannt. Ich freue mich jetzt wirklich, bin immer noch gespannt. Der Matthias Fritz, schöne Federn, original Tesla gelb. Ja, wäre schön, wenn sie so gelb, gell? Haben wir schon gesagt, sind die Federn von ST Suspensions, die da verbaut wurden. Der Ansgar, die MIG-Modelle in Deutschland sind meines Wissens älter als die Refresh aus Amerika zu 21. Von daher wäre es noch gut zu wissen, ob aktuelle MIC den Stabilisator noch haben. Leider kann ich das nicht beantworten. Ich habe aber gehört, dass ja jetzt im zweiten Quartal wir wieder die SR Plus aus China bekommen sollen. Also von dem her können wir vielleicht demnächst eine Antwort geben. Danke dem Julian Lifestyle. Er hat uns frohe Ostern gewünscht, ist vorbei. Danke dir aber immer für Glückwünsche. Wir freuen uns, dass wir dass ihr so an uns denkt. Und wir versuchen so sympathisch wie möglich weiterzumachen. Wir freuen uns sicherlich auch, wenn wir von Markus wieder mehr hören, wenn es ihm seine Zeit zulässt. Der Peter Schmidt fragt schon, ob wir hier bei Stegmann das Zusatzinstrument hinter dem Lenkrad einbauen. Wenn ihr es wirklich wünscht, wenn ihr es mitbringt, können wir es euch gerne anschließen. Wir persönlich verkaufen es nicht. Ich habe bisher noch kein System gesehen, was mir so optisch wirklich gefällt. Auf Verantwortung des Kunden baue ich es ihm ein. Ihr tragt aber auch dann, also wir als Firma Stegmann tragen keine Risiken, wenn irgendwas an der, an den Canbus-System nachher spinnt oder so, sondern wir schließen es an, wie es der Lieferant dieses Zusatzinstrumentes dann mitteilt. Und das ist die Entscheidung des Kunden. Wenn er damit, mit dem Risiko leben möchte, dann bauen wir es ihm natürlich ein. Gut, dann schaue ich mal ganz kurz durch. Interessanter Kommentar, da Alexander Zucker meint, gehört vielleicht beim AAQ-Motor dazu. Die ohne Stabi haben den AAZ. Das ist ja die Vermutung, dass wir aus dem China Modell 3 die Performance-Motoren drin haben und beim geänderten SR Plus, das war ja Thema damals, wo wir den abgeholt haben, vielleicht hier nochmal kurzes Video, dass ja jetzt die vom Long Range die Motoren eingebaut wurden. Meine Ursprungsvermutung war einfach, dass das ja einfach Komponenten sind, Motoren und Stabis dran und die werden ja noch eingebaut, ob jetzt SR Plus oder Dualmotor. Kann man nicht beantworten, nach wie vor nicht. So, dann Michael Heinrich, auch du hattest das nochmal gut erklärt, hat mir zu Anfang an ja schon mal kurz eingespielt, dass da ein kleines Verständniserklärungsmissgeschick mir passiert ist, hat mir schon am Anfang aufgeklärt. Ansonsten wiederholt sich das. Vielen Dank euch für eure vielen Kommentare. Ich hoffe, wir konnten einige beantworten. Ich glaube, einer fragte noch, ob wir beim Facelift 21 die WLAN-Antenne gefunden haben. Bisher habe ich mich
ehrlich gesagt noch nicht wirklich darum bemüht, ob ich die jetzt, wo ich die jetzt finde. Ich werde mich aber nochmal darum dran setzen. Danke dir für die Erinnerung. Genau. So. Ja, das war's. Soweit dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall nochmal. Danke dir, Markus, für die Mühe, die du immer machst, auch für die Community, dass wir sowas teilen können. Wenn ihr Interesse habt, schaut auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da machen wir vielleicht so ein bisschen kleinere Projekte, was jetzt nicht so spektakulär ist wie so ein Stabi oder was ganz Neues. Das machen wir sehr gerne über den Markus. Es freut uns auch, dass wir da zusammenarbeiten können. Wenn der Markus Interesse hat, es gibt von Tesla jetzt die Blinkerkappen einzeln zu bestellen. Und da könnte man quasi nur dieses Chrom entfernen und kann von Tesla original diese schwarzen Käppchen jetzt als Originalteil dann dort ersetzen. Das wäre vielleicht nochmal ein Video wert, entweder beim Tesla Markus oder auf unserem YouTube-Kanal. Ihr seht es natürlich auch hier auf unserem Instagram-Account, wenn wir sowas machen. Ja. Und das nächste Projekt ist jetzt mal, wir haben noch ein paar Felgen vom Golden Circle übrig, 19 Zöller vom Winter. Die werden jetzt mal gepulvert in so einem Krokodilpulververfahren in Bronze. Dann wird hier das, ich versuche es mal selber zu folieren, mit so einer Bronzefolie, die Schachtleisten und Chrome Delete quasi zu machen. Das filmen wir mal einfach. Vielleicht kann ich euch danach ein paar Tipps geben, wie es mir besser gelungen ist oder ob ich sage, geht einfach zum Polierer eures Vertrauens. Das ist nicht so toll. Wir schauen einfach mal. Ihr seid recht herzlich eingeladen. Wir wünschen euch alles Gute. Danke dir, Markus, und im Namen von Markus möchte ich auch euch alles Gute wünschen.